Morgen, ich bin Katharina vor dem Esche. Ich bin an der Schule des CJD Königswinter und arbeite in der Roboter AG. Dort arbeiten wir sowohl mit Lego-Robotern als auch mit selbstgebauten. Ich arbeite zurzeit an einem Lego-Roboter, der Fußball spielt. Er hat einen Kompasssensor, um sich auf dem Feld zurechtzufinden, und spielt mit einem Infrarotball, den er durch einen Infrarotsensor erkennen kann. In dieser Liga geht es darum, 1 gegen 1 mit den Robotern Fußball zu spielen und möglichst viele Tore zu erzielen und zu gewinnen. Dafür gibt es auch dann Qualifikationsturniere und auch eine deutsche Meisterschaft, die wir mit unserem Roboter 2-mal gewonnen haben. Also ich bin jetzt Aaron Kral und das ist mein Teammitglied Karl. Wir beide sind diejenigen, die an diesem Roboter sitzen. Wir sind vom CJD in Königswinter. Das ist jetzt einer von den selbstgebauten Robotern. Das ist bisher nur ein Prototyp. Wir treten am Ende dann in der 2 gegen 2 Open League an. Das bedeutet, es wird 2 baugleiche Roboter geben. Wie man an dem Typen jetzt noch sieht, sind noch oben offene Platinen drauf, auf denen wir jetzt ziemlich unprofessionell Schaltungen korrigiert haben, die noch auf den Leiterplatten, die 2 grünen hier, falsch designt sind. Und darauf testen wir aus, welche Komponenten wir am Ende brauchen. Und ja, das Einzige, was er bisher kann, ist den Ball halbwegs hinterherfahren. Allerdings sind die Motoren nicht richtig eingestellt. Das bedeutet, die sind momentan noch verschieden stark. Und dadurch fährt er nicht geradeaus, sondern fährt dann in Kurven. Jetzt gerade eben haben wir hier hinten die große Platine, die drauf sitzt, noch eine Schaltung hinzugefügt, die uns aus 12 Volt 5 Volt macht, damit wir unser Mainboard versorgen können. Vorher mussten wir den nämlich immer am Kabel an der Powerbank haben und da wir den Gewichtsplatz für die Powerbank nicht haben, haben wir das jetzt durch diese kleine Schaltung ersetzt. Mein Name ist Aaron Bracht vom Team TCR der CJD Christophorus-Schule Königswinter. Ich arbeite in einem Team, der ist jetzt hier nicht mit der Soccer-Disziplin beschäftigt, sondern mit Rescue. Die Disziplin Rescue soll allgemein ein Katastrophenszenario darstellen, wo in einem Haus zum Beispiel ein Brand, ein Erdbeben oder ein Tsunami über das Haus gefegt ist und es dadurch für Menschen unzugänglich gemacht wurde und deswegen Roboter eingesetzt werden müssen. Dieser Roboter hat dann im Endeffekt die Aufgabe, die sehr komplexe schwarze Linie zu verfolgen, bis in einen Evacuation Room, wo dann mehrere Opfer zum Retten bereitstehen. Diese Opfer sollen dann eingesammelt werden und in einen sicheren Ort gebracht werden, wo sie dann von Menschen weiter betreut werden können. Damals war so unser größter Erfolg damit der 3. Platz bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Wir wurden in der Saison 2014 halt eben deutscher Meister und haben uns deswegen qualifiziert. In Brasilien sind wir da immer mehr auf den Trip gekommen, dass man auch mit NXT-Bausteinen an seine Grenzen kommt und wollten auch ein bisschen... Ja, das Abenteuer kann man schon nennen, weil es einfach verdammt viel Entwicklungsarbeit ist und haben uns entschieden, unseren dritten Roboter jetzt mittlerweile zu bauen. Den haben wir Tangens genannt. Der Tangens baut, wie man sicherlich sieht, nicht mehr auf Lego-Teilen auf, sondern ist komplett selbst designt. Und dann haben wir unten halt eben 4 Motoren, kann man sich ganz gut anschauen. Es sind Einzelmotoren, kein Getriebe, damit man eine sehr akkurate Ansteuerung hinkriegt. Und dadurch kriegen wir eine sehr akkurate Regelung her, was eigentlich, wenn es da mal funktioniert, dann halt eben sehr sauber ist. Nur zurzeit das Problem ist halt eben, Motor heißt immer sehr viel Strom und damit haben wir uns schon mehrmals den Prozessor durchgehauen. Jetzt wieder der Fall. Und dementsprechend ist er gerade leider nicht funktionabel. Ja, in der wirklichen Disziplin gibt es jetzt auch seit neuestem Kreuzung mit grünen Punkten. Für die Erkennung dieser haben wir uns dann entschieden, eine Kamera zu verwenden. Diese Kamera hat den Vorteil, dass sie Objekte erkennen kann. Im Soccer nimmt man die sich zum Beispiel, um den orangen Ball zu nehmen. Bei uns fokussieren wir uns auf grüne Punkte. Ja, mittlerweile muss man auch sagen, dass dieses Konzept auch nicht mehr ganz so ausgereift ist. Wir arbeiten bei jedem Konzept mit den sogenannten Lichtsensoren, die analoge Werte messen. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt unseren 4. Roboter zu entwickeln, der auf eine komplette Kameraregelung aufbaut.